So muss ich das immer bisher machen. Also das wäre natürlich so. So wäre es eigentlich auf die Weise, die nur optisch einfach funktioniert, aber nicht gespeichert wird. Da sieht man erst, da wird der Dislike, also zuerst wird der eine Daumen nach unten zu 0 Daumen unten gemacht. Danach wird von 0 Daumen nach oben zu 1 Daumen nach oben, sodass sich der eine umentschieden hat, das Video positiv zu bewerten. Und danach wird der Balken, der ist ja noch weiß und wieder sagen, immer noch Daumen runter, der wird mit blau gemacht. Also mit Likes with, da ich da kurz mal nicht mehr drauf drücke, aber erstmal Likes with da erstmal erhöhen auf 100%, bei Dislikes auf 0. So kriegt man nämlich diesen weißen zu blau, aber es ist nicht gespeichert, also dadurch wird nichts gefaked, aber es wird ja nicht gespeichert, wenn man nämlich die Seite wieder aktualisiert. Dann wird da einfach wieder einen Daumen runter angezeigt. Also so ist das Ergebnis. Und so kann man das in echt machen. Das zeige ich euch jetzt. So, da habe ich jetzt wieder einen Daumen nach unten. Und dann kann man einfach da auf den Daumen nach oben drücken und schon ist da ein Daumen nach oben. Man sieht ja, ein Daumen runter. Seite aktualisieren, dann ist da wieder ein Daumen nach oben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch, teilen, abonnieren.